Gut, jetzt stellt eine Frage. Oder das, Ja, was. also, ich merke einfach, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, Holo Feeling sattelfest zu sein, beobachte ich mich und da gibt es halt immer wieder emotionale Bindungen. Und da merke ich einfach, wie ich komplett im Ron gefangen bin. Also hilflos. Obwohl ich beobachte es, also ich bin komplett ausgeliefert. Das ist Du wie eine bist Sucht. komplett ausgeliefert dem Programm, das in dir läuft. Du musst es aus einer anderen Perspektive sehen. Du wirst irgendwann einmal merken, wie wichtig das ist, zu begreifen, dass jeden Moment, den du jetzt erlebst, eigentlich zuerst einmal eine Facette von 16 Perspektiven ist. Das wäre jetzt einmal das Erste, was du nachvollziehen kannst. Aber was mir wichtig ist, zu sagen, ich bin gefangen in den Körper, der die meiste Zeit nicht existiert, ist schon wieder Unachtsamkeit. Du solltest die andere Metapher benutzen, nämlich ich bin ein Computer. Und in mir läuft zurzeit das RON-Programm und darum erlebe ich eigentlich nur das, was das RON-Programm macht, wenn ich glaube, der RON zu sein. Und du weißt, ich sage immer wieder, Namen sind jetzt austauschbar. Weil du jetzt erst einmal der Geist bist und du glaubst, ein ganz bestimmter Mensch zu sein und dieser Mensch, blau geschrieben, ist ein Programm. Das ist in dem Satz, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das ist einmal das Erste. Und ich habe einmal die Metapher gebracht, du denkst jetzt, du wärst der Hochleistungsrechner. Deine Festplatte ist das Internet. Das ist das Innerste. Alle Daten, die sich auf dem Internet befinden, da kann ich jetzt einfach mal in die Zukunft gehen, kann ich sagen, es sind unendlich viele. Das ist unser Wort Gott. Das ist alles, was prinzipiell dieses All, das implodierte, das unendlich viele implodiert in einen Punkt, den wir nichts nennen. Das ist All und das Explodierte ist Le. Mit unendlich vielen Facetten. Und der Facette wäre jetzt irgendein Moment auf deinem Bildschirm. Ob das jetzt ein Bild ist oder Geräusch ist aus dem Lautsprecher, spielt überhaupt keine Rolle. Du wirst jetzt feststellen, dass jedes Bild immer irgendwie einer Datei entspringt oder die Geräusche, wenn du irgendeinen Vortrag dir anhörst, entspringt immer einer Datei. Beim Film ist es natürlich Bilder und Geräusche. Aber jeder Moment, der auftaucht, ist jetzt. Das ist das, was deine Ausgabegeräte, sprich der Bildschirm und der Lautsprecher, wiedergeben. Und dir deinen momentanen Zustand zu erklären, ist, du selbst, du Geistesfunk, bist als Ding an sich eigentlich ein Superrechner mit einer Highspeed-Anbindung an das Internet. Und das Einzige, was ist, wenn du den Computer jetzt hochfährst, du hast nur ein allereinziges Icon, das du anklicken kannst, sonst ist alles im Hintergrund und das ist solidär, du spitzt solidär. Das ist dein derzeitiges Menschenprogramm. Unabhängig davon, von diesen vielen Sachen, die du dir prinzipiell ausdenken könntest, greifst du immer wieder auf das zurück, was dein Schwamminhalt hergibt. Selbst wenn du dich jetzt an den Computer hinsetzt, von diesen Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten, die dir rein intellektuell ja bewusst sind, steuerst du immer ganz, ganz gezielt immer nur die Seiten deines Interesses an. Dadurch bist du extrem limitiert. Und es geht jetzt nicht um Vielwisserei, sondern es geht darum, dass du dieses Prinzip verstehst. Und das Ego wehrt sich massiv gegen Wunder. Das sind so viele Kleinigkeiten, dass ich jetzt immer wieder als Udo sage, wie viele Beweise muss ich euch denn eigentlich noch geben? Wenn du das ganz, ganz entscheidend, diese Vorträge, das ist mit Zufällen oder mit Machen. Ich will ja nicht den Menschen überzeugen, den Affen, der du zu sein glaubst, sondern der elementare Kernsatz ist, ich erkläre es erst einmal den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und du musst ja nichts tun. Das verrückt ja ein Holo-Feeling, wenn ich immer wieder sage, vertrau mir. Ich zitiere mich jetzt einmal, wenn du viele ältere Selbstgespräche hörst, dass du irgendwelche Leute, die jetzt meinetwegen, jetzt muss ich normal denken, chronologisch denken, die seit 20, 22 Jahren Holo-Feeling sich beschäftigen, intensiv, die den Udo auch schon so lange kennen, frage mal irgendeinen, was hat der eigentlich von euch gewollt? Und dann werden die dich anschauen und sagen eigentlich nichts. Ich gebe keine Anleitung, wie du dich verhalten sollst, was du glauben sollst. Dass ich sage, du darfst kein Fleisch essen oder du sollst das nicht machen. Ich mache Vorschläge, das sind reine Vorschläge, wenn ich zum Beispiel sage, lerne das Loslassen. Lerne das Loslassen von Kleinigkeiten. Ich sage nicht, du musst loslassen. Ich sage, lerne es, weil du wirst nicht weiterkommen, wenn du an irgendwas festhältst.
Weil das, was du gedanklich festhältst, das wird sich wiederholen. Das gilt auch für Mitmenschen, das gilt für Geschwister, für die Eltern. Das heißt, ewiger Geist durchlebt viele Bücher. Und wenn du in einer Familie in einem Buch festlebst, wirst du ein anderes Buch nicht zu lesen kriegen. Du lebst dann rein in diese Struktur dieses Programms. Und zwar ewig. Täglich grüßt das Mal mit dir. Jetzt ist natürlich, das ist schon wieder sehr verführerisch, dass ich dann meine, ich schmeiße das hin, ich steige jetzt komplett aus. Kaufmannsdenken funktioniert gar nicht. Die größte Falle ist das Kaufmannsdenken. Du musst immer wieder wissen, wenn du was magst, weil du dir ein einseitiges Ziel ausdenkst, zum Beispiel was Neues. Diese Art von neuem Leben ist kein neues Leben, es ist nur oberflächlich betrachtet neu. Du wirst es dann wieder mit sterblichen Menschen, wieder mit einseitigen Menschen um dich, denkenden Menschen um dich herum zu tun haben, weil das ja Spiegelbilder deiner eigenen Einseitigkeit sind. Es geht um einen Heilungsprozess und der beginnt mit einem absoluten Einverstandensein mit alles und jedem. Das ist einfach die Erkenntnis, dass egal was in mir jetzt auftaucht, es ist ein Puzzlestückchen aus einer Datei, mit der ich zurzeit Welt, sprich Traum mache. Darum ist ja die Welt dieses EED, wenn man sagen, das Brandopfer. Diesen polaren Rand. Es ist ja, was zurzeit passiert als träumender Geist. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist eine Sache, dass, wenn schon einer darüber diskutieren will, ist er einfach nur geistlos dumm. Und wenn du das jetzt akzeptierst, was du merkst, was bedeutet das eigentlich für mich? Dieser ständige Wechsel von Informationen. Dass sich da immer wieder welche wiederholen, aber diese Wiederholung ist, ich sage, die sind ja nur oberflächlich neu. Du musst da wirklich im Detail aufpassen. Diese Gnade, die wir umformen, jedes Mal, wenn die Gnade eine neue Form annimmt, ist diese Form vollkommen neu. Auch wenn ich versuche, dieselbe Form, die angeblich vorher war nie eine Form. Es kann immer Form zu Form werden, kann immer nur jetzt passieren. Es ist dieses Umformen. Was dich interessieren muss, ist der Komplex im Hintergrund, wo ich sage, dieses Chatdenken. Ganz simple Beispiele. Das Wort Küche allein beinhaltet unendlich viele Bilder. Deine Küche sind nur ganz bestimmte Bilder. Aber selbst da kannst du sehr, sehr viel. Ich kann dir jetzt hier 1000 Bilder hinlegen und du wirst dann ganz definitiv sagen, ein bisschen in der Erinnerung, ich mache wirklich 1000 Bilder und du sagst, das ist meine Küche. Du wirst nämlich feststellen, selbst wenn ich jetzt ein Foto mache aus der Küche und ich verschiebe dieses Bild bloß um einen halben Meter im Blickwinkel rüber, ist das ja ein anderes Bild wie das erste. Aber du wirst sofort sagen, ein Bild, zack, zack, wenn ich das jetzt nur so stückweise abraste, dann kann ich Schubladen aufziehen. Und dann kannst du ziemlich genau sagen, jetzt schaue ich zum Beispiel hier in meine Schublade rein, wo ich mein Besteck drin liegen habe oder wo die Gewürze stehen. Du wirst sofort sagen, das ist meine Küche, meine Küche, meine Küche. Wenn man das jetzt so hört, ist das eigentlich logisch, aber was bedeutet das für mich in meinem Leben? Das ist eine unendlich tiefe Erkenntnis. Was dann in einer tieferen Schicht noch mit auftaucht, wenn ich immer wieder so höre, ich nicht nur die Selbstgespräche an, was man vielleicht einmal drüber geht, diese Aha-Effekte, wo du hast, gerade jetzt diese größeren Vorträge beginnen mit den Fliegenstall-Vorträgen. Ich will nicht einmal zurückgehen, jetzt, wo noch mit Film ist. Fliegenstall 1, Fliegenstall 2, wo ich jetzt hier reingestellt habe mit dem Dennach. Man muss sich das nicht merken. Das ist, da steht alles drin. Das macht eigentlich erst mit Holofeeling Sinn. Da hat hier, warte mal einen kleinen Moment. Ich tue mal ganz, ganz kurz hier einen kleinen Ausschnitt aus Fliegenstall. Ja. Den müssen wir mit Ton machen. Also, und zwar geht es bloß um das Wort Christentum, wo ich erkläre. Das sind Sachen, die findest du nirgends anders. Ich sage immer wieder, das ist das Holo-Feeling unterscheidet sich, wenn du jetzt Bücher von Fachleuten oder was nimmst. Dass ich ganz klar, muss dir klar sein, ob das Physik ist oder Theologie, die mit Vergangenheit reden, die quatschen alle nur noch. Die erzählen dir jetzt bewusst ausgedachte Figuren in deinem Traum, die ja nur existieren, weil du sie träumst. Das ist auch so eine Erkenntnis, dass die Quelle für alles, was irgendeiner weiß in deinem Traum, bist du selber. Aber dieses Du meine ich jetzt nicht den träumenden Geist, weil der träumende Geist ja auch was Ausgedachtes ist. Das ist, du musst wirklich in diese andere Richtung.
Und da geht es nur das Wort Christentum im Alten Testament. Das, was in den Wörterbüchern, jetzt in neuhebräischen Wörterbüchern Christentum heißt, ist im Alten Testament, gibt es nur ein allereinziges Mal. Pass auf, was hier, das ist jetzt Fliegenstall. Wenn du im Langenscheid nachschaust, was heißt Christentum, das ist jetzt der moderne Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, dann gibt es natürlich ein hebräisches Wort für Christentum und das muss euch klar sein, für die Juden selber, vor allem dann im Alten Testament, es hat ja nur noch keinen Jesus gegeben. Es existiert aber in der Tora ein allereinziges Mal das Wort Christentum. Es wird jetzt übersetzt, du hast es gehört, betrachte es alles und ihr wollt, Entschuldigung, und ihr wollt ihr es nicht bekennen. Du hast es gehört, was es Christentum ist. Wohlgemerkt, jetzt Altes Testament. Wir reden hier von Jesaja 48,6. Von nun an lasse ich dich Neues hören und verborgen Geheimnis, um was du noch nicht gewusst hast. Das ist übrigens das hebräische Wort für Christentum ist Netzarot. Das ist der Nazareth, die Existenz, das ist, wir werden zu Form, der zu Form gewordene. Zur ist ja die Formwerdung. Das ist, wenn man das jetzt markieren, kann man das schön machen. Das ist einmal der Stein, schmal, die Geburt der Ration. Das ist übrigens interessant, dass du die zwei Sachen, wenn man jetzt, man nennt ja hier den Jesus, der Mann aus Galiläa, da hast du schon das Gall, der Mann, der zu einer Welle, zu einer Gedankenwelle geworden ist. Und das ist Nazareth, wobei Nazareth will ich nicht verheimlichen, es gibt auch Schriften, wo dieses nicht mit einem Zain, sondern mit einem Zain geschrieben wird, das Nazareth. Bloß nebenbei. Nationalitätsformen eine Form geben, einschließen. Auch noch Feind, Widersacher kann man immer wieder rot und blaut machen. Jetzt kann man, wenn oft ist es interessant, die Verse weiterzulesen, was dann drumherum, jetzt ist es geschaffen und nicht vorlängst. Jetzt machen wir es, wir denken es uns jetzt aus und nicht erst vorerst. Und von diesen Tagen hast du nicht davon gehört. Vor diesem Tag. Es gibt bloß heute, verdammt nochmal. Du kannst gestern nichts gehört haben. Steht doch nicht alles. Merkst du, das ist eigentlich hier. Deswegen, ich könnte jetzt noch zig Stellen zeigen. Das ist zum Beispiel der Beginn. Wir haben die 10 Gebote, haben wir zweimal oft gewiesen, hingewiesen. Exodus 20 und im 5. Buch Mose, Kapitel 5 beginnt es. Da steht dasselbe, was heute, immer jetzt. Johannes Offenbarung, stille stehen wir die Zeit. Das ist das Große, diese chronologische Zeit ist ein Trugschluss. Das ganze chronologische Denken ist ein Trugschluss. Und wenn irgend Figuren in den Raum auftauchen, immer daran denken, Figuren prinzipiell sind einfach nur vergängliche Erscheinungen. Sie werden immer so in dir auftauchen, wie du dir das ausdenkst mit der Logik des Zweiten. Ein Gedanke von dir, das sind so Sätze, wenn ich immer wieder sage, pass auf, wenn du jetzt an einen Menschen denkst, ich sage mit einer normalen zweiten Logik, denkst du immer nur an einen ganz bestimmten Körper. Wenn du an einen bestimmten Menschen, von dir übrigens ausgedachten Menschen denkst, wir bleiben mal nur im Denken und immer dran denken, ich sage, eine sinnlich wahrgenommene Information ist im Prinzip dasselbe, wie wenn du bloß was denkst. Es kommt niemals irgendwas von außen, wenn du träumst. Du bist bloß im höchsten Zustand der Vergessenheit, wenn du das als sinnlich wahrgenommene Information wahrnimmst. Und wir bleiben jetzt einmal rein in der Form, ob du jetzt an einen bestimmten, von dir bestimmten Menschen denkst, der jetzt in dir auftaucht, weil du ihn denkst. Ob du das Ding Körper nennst oder Mensch nennst, das ist schon ein Riesenunterschied. Alles, was du Mensch nennst, ist für dich bloß Körper. Wir wissen, ein Mensch ist ein Mensch in Geschichte. Eine ganze Geschichte vom Säugling bis zum Greis. Oder ich nenne das statt Mensch, nenne ich das einfach nur Gedanke. Oder ich nenne das Information. Es sind nur unterschiedliche Wörter für ein Phänomen, das in mir auftaucht. Es neutralisiert dieses Gefühl. Und Gedanken von dir werden so sein, wie sie gedacht waren. Das ist mein tausendfach zitiertes Beispiel, dass dieses Beispiel als Ding an sich und wenn ich jetzt gerade was sehr Tiefes, darum kannst du wirklich testen, ob der Geist da ist. Wenn ich immer mein Beispiel der Zettel mit Politikernamen drauf, wir kennen auch irgendwelche andere Physiker,
oder irgendwelche Persönlichkeiten jetzt normal gedacht, sobald du diesen Namen siehst und jetzt den ein bisschen mehr ausgestaltest in dir, und ich sage immer wieder bei den Politikern, wirst du diesen Menschen, sprich Körpern, diesen Personen, wirst du einen gewissen Charakter zusprechen, obwohl du die doch noch nie gesprochen hast. Und dann sind die für dich so und taucht jetzt irgendeine andere Figur in dir auf, die über diese von dir ausgedachten Personen irgendwas anders behauptet, charaktertechnisch. Dann haben die also keine Ahnung. Wenn du dir das einmal bewusst machst, was das letzten Endes bedeutet, und das sollst du nur beobachten, dieser Wahn, weil du das nur aus irgendwelchen Medien hast. Darum sage ich, es ist so unendlich gleichgültig, dieses Geschrei in der Welt, egal um welche Themen es geht, diese Fachleute. Pass auf, ich bringe jetzt gerade die Rechtfertigung, ob wir über die Klimaliege lüge oder ob wir hier über Corona reden. Du wirst immer feststellen, wir haben zuerst einmal zwei große Blöcke. Das ist die offizielle Meinung, die Massenmedien, jetzt in Deutschland zeitaktuell, und es sind die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Und die eine Seite wirft der anderen Seite eine Lüge vor. Das heißt, jeder, der eine Vorstellung von richtig hat, setzt zwangsläufig ein Gegenteil. Das brauchen wir für die Vollkommenheit. Ich sage jetzt, ich mache das nicht negativ, sondern positiv. Es ist genau die Spiegelung von deiner Meinung, wenn du dich über was aufregst. Und jetzt kommt bei den Massenmedien, ob du dich, es ist ja einfach nur nachgeplappert, geistloses Geschwätz, das du rezitierst, weil dir das logisch erscheint. Ich sage dir sogar, wieso dir das logisch erscheint, weil auf deinem Charakter, auf deinem Programm das als erstes hineingekommen ist und dann bist du wie ein Computer, der alles mit seiner Logik vergleicht. Was jetzt das Lustige, ich sag schon mal das Lustige, was das Lustige dabei ist, dass hier, um da ein wenig genauer zu werden, die Massenmedien nehmen ja für sich in Anspruch, dass die das Offizielle, das Hinderliche, wenn man das wörtlich übersetzt, verbreiten. Und da wird immer gerechtfertigt, wenn wir zum Beispiel die Klimalüge, da hast du dann zigfach in Videos, in aktuellen, wie wir noch bei der Greta waren, Klimaaktivisten als Verschwörungs-, also die positiv den Mainstream rausblosaunen, das Linke, das umgedrehte Wissen im Vergleich zum rechten Wissen, die beziehen sich auf die Masse. Da ist dann sehr oft auch in den Nachrichten gefallen, 98% aller seriösen Wissenschaftler wissen, dass hier CO2 die Umwelt zerstört. Alle diese Wissenschaftler plappert genauso nach wie die Verschwörungstheoretiker. Aber auch hier jetzt wieder, was Corona anbelangt, da treffen jetzt sogenannte Fachleute und normale Ärzte aufeinander. Die einen sagen, das ist was ganz was Gefährliches. Die anderen sagen, wenn man hier kein Dokubabuchum gemacht hätte, Corona ist schon so lange bekannt, es wäre nicht anders wie irgendeine Grippe. Und dann kannst du Zahlen nachlesen, je nachdem, wenn du recherchierst. Ich vertrete jetzt keine einseitige Meinung. Geh einfach in Gedankengang mit. Dann wirst du feststellen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel dann mal nachforschst, wie viele sterben eigentlich an der ganz normalen Grippe, an der Influenza. Und je nachdem, ob mehr ein stärkeres Grippe- oder ein schwächeres Grippejahr ist, die Zahlen, wenn du recherchierst, die schwanken auch etwas, aber sie liegen, was ich jetzt festgestellt habe, so zwischen 20.000 und 30.000 Menschen, die jedes Jahr offiziell bekannt, sage ich jetzt schon, von den Massenmedien als in den Arztdateien als jedes Jahr sterben. Zwischen 20.000 und 30.000. Sind mal weniger, mal mehr. Und da sind wir eigentlich noch in einem Bereich. Jetzt kann dann sofort wieder einer, der was festhalten will, sagt er, ja, aber jetzt machen wir die Maßnahmen, das Corona wird ja explodieren in der Zukunft und ich sage, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Du rechnest dir schon wieder deine eigene Zukunft aus. Oh ja. Darum ist gerade bei Holofeeling das so wichtig. Aber worum es mir jetzt geht, auch hier wieder haben wir die seriösen, 98% der seriösen Wissenschaftler wissen ja das, dass das alles so gefährlich ist und die anderen sind wieder die Verschwörungstheoretiker. Und ich habe da einen schönen Satz geredet, das heißt, fress Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Scheiße muss schmecken, sonst würden sich Millionen von Fliegen nicht draufstatzen, heißt sie nicht, Bindu. Und das große Problem, der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt, ist, wenn du dich der Massenmeinung anpasst. Es ist zu allen Zeiten, und wenn die jetzt aus ihrer Geschichte lernen würden, du weißt, ich mache doch immer Wellenberg, Wellendal, das Beispiel zum Beispiel Deutschland, es gibt kein Vorher und Nachher, es ist gleichzeitig. Die erste Seite ist, wir gehen einmal jetzt, wir drehen das einmal so, dass zuerst der Berg da ist, wir sagen, das ist die Nazi-Vergangenheit, die wir uns jetzt aufgrund unserer Erziehung ausdenken, ist ja auf dem Schwamm drauf. Und da hast du dann ganz definitiv hier Ausländer raus. Wir wollen keine Ausländer, wir wollen keine Juden.
Und jetzt hast du in der Demokratie, habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Ausländereien. Das sind nur zwei Seiten. Du musst es wertfrei sehen können, komplett wertfrei sehen können. Immer mit der Rechtfertigung habt ihr aus der Vergangenheit nichts gelernt. Und ich sage, du solltest eigentlich was ganz was anderes lernen aus der Vergangenheit. Nicht die Seite wechseln, sondern lernen, dass du gegen nichts sein sollst, was in dir auftaucht, weil das ein Puzzlestückchen von dir selbst ist. Wenn wir in die Medizingeschichte gehen, wirst du feststellen, dass die offizielle Naturwissenschaft seit Menschengedenken, das zeige ich dir in Tausenden und Abertausenden von Beispielen, die wir jetzt hochholen aus unseren geistigen Archiven, immer dran denken, es sind Märchengeschichten, dass alles, was offizielle Wissenschaft ist, eigentlich immer wirklich Neues verhindert hat. Es ist ein Zerdenken von bestehendem Wissen, ein Hochrechnen. Die Lesch und Konsorten mit ihren, das neue Video von ihnen jetzt mit Überlichtgeschwindigkeit, da schüttelst du bloß noch in den Kopf, wenn er dir Bilder zeigt und sagt, das Objekt hier und da ist ein verschmierter Fleck auf dem Foto, dieses Objekt bewegt sich mit 11-facher Lichtgeschwindigkeit. Da kommt er dann übrigens mit weißen Löchern, wo man gemeint hat, das sind dann eventuell weiße Löcher und so. Das sind, du konstruierst auf einer Märchengeschichte neue Vorstellungen auf. Es sind doch alles nur Vorstellungen in deinem Kopf und es wird dir so verkauft, als wenn das da wäre. Und wenn wir in die Medizingeschichte gehen, dass ich immer wieder sage, wirkliche Wissenschaft, ich nehme mal gern unter anderem das Beispiel von Semmelweis mit dem Kindbettfieber. Dass ich sage, nachdem der Typ das erkannt hat in Wien, innerhalb dieses seines Konstruktes, die hohe Kindersterblichkeit. Geschichte erzähle ich jetzt nicht nochmal, kannst du nachlesen. Es hat fast 15 bis 20 Jahre gedauert, bis sich das in der offiziellen Ärzteschaft in den ganzen Professoren durchgesetzt hat, dass man sich die Hände desinfiziert, bevor man hier ein Kind auf die Welt bringt. Das ist offizielles Wissen, weil es total unlogisch war. Auch jetzt in der Geschichte die Erdkugel, wie lange das gedauert hat, bis sich das in den offiziellen Denken durchgesetzt hat. Und immer dran denken, ich spreche jetzt Worte und du machst aufgrund dieser Worte eine Vergangenheit. Die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, das ist hundertprozentig sicher ein Faktum, ein hundertprozentig sicheres Faktum, dass du jetzt aufgrund dieser Worte Vorstellungen in dir erschaffst, die du dir in die Vergangenheit denkst. Das ist das Faktum. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, da in der Vergangenheit jemals passiert ist. Das ist das Einzige, was du verstehen solltest. Das solltest du wiederholen, immer und immer wieder wiederholen. Dir jeden Moment bewusst machen, was jetzt ist. Das ist das Einzige, wo ich sage, da solltest du mir vertrauen. Und wenn du da Schwierigkeiten dabei hast, dem Glauben zu schenken, was jetzt sofort von dir überprüfbar ist, hast du es nicht verdient, auf eine höhere Ebene aufzusteigen. Zumindest, jetzt ist schon blöd, wenn ich es auch nicht jetzt. Wann denn sonst? Weil du ja immer noch glaubst, dass es vielleicht in der Zukunft besser werden kann. Weil es in der Vergangenheit schlecht war. Hm. Ja. Das ist ein ganz simples Prinzip. Das ist so ein simples Prinzip. Kompliziert denken tut ein Computer. Weißt du, das ist dir gar nicht bewusst. Ich sage immer wieder, schau dir mal irgendwann eine Programmdatei wirklich einmal zumindest ein, zwei Ebenen drunter an in der Programmiersprache, dieses Skriptische für einen, der nicht auskennt, die Zahlen. Und dann denkst du dir wieder welche aus, die sich da auskennen. Die können das nur, oder die kennen sich da nur aus, weil du dir das denkst. Aber es sind doch Gedanken. Kann ein Gedanke was erkennen? Kann ein Gedanke was wissen? Ein Gedanke, was ist ein Gedanke als Ding an sich? Irgendeine Information, eine ganz bestimmte Form der Gnade, mehr ist es nicht. Ja, aber die Emotion kommt immer wieder ins Spiel, diese Emotion. Das ist eine Privation, darum sage ich, du hast einen Reizauslöser, das beginnt mit meinem tausendfach zitierten Klingelingeling-Beispiel. Du wirst feststellen, dass immer wieder ein Reizauslöser da ist. Immer. Und du reagierst drauf, du interpretierst und dann fährst du schon wieder in eine Sackgasse rein. Dann ist alles andere weg. Voll geh mal einfach spazieren. Ich sage jetzt wieder normal gesprochen. Das ist ein schönes Beispiel, wo du mal probieren musst, wenn du spazieren gehst. Ich habe das, jetzt rede ich einmal wieder mit einem raumzeitlichen Beispiel, gestern mit meiner Frau gemacht, wo ich dann, sie war dann so verblüfft, weil sie sagt, du stimmt eigentlich. Mir sind die letzten Tage sehr viel spazieren gegangen. Dann unterhalten wir uns, dann erkläre ich ihr Sachen. Dann sind wir hier zum Beispiel bei uns in Weißenburg, sind wir auf dem Bismarcksturm, das ist so ein kleiner Berg, wo wir hochgehen und schauen auf die Witzburg rüber. Das ist Luftlinie ungefähr 2 Kilometer.
Und dann laufen wir vom Bismarcksdom runter, hier über Gänzwirtshausheide, es gehen dann über Kehl hoch auf die Wilsburg und dann so, jetzt dreh dich einmal rum und dann schaust du von der anderen Seite rüber und dann so, wir haben jetzt genau Perspektiven austauscht. Dann sagt sie, das ist ja irre, sind wir jetzt so weit gelaufen. Das waren ungefähr 2 Stunden. Und wenn du im Gespräch bist, geht ja die Zeit wie im Fluch, wenn du aufmerksam zuhörst. Und dann hast du ein Bild, sag ich, schau, wie wir auf dem Bismarcksdom sind, sag ich zu dir, schau, da drüben ist die Wilsburg. Und dann hast du ganz weit ein Bild. Das Bild ist auf der Feuerbrille. Und dann sind wir da drüben und schauen wieder zurück. Und jetzt, was ist dazwischen passiert? Es hat sich die Gnede umgeformt. Und dann gehen wir dann runter und jetzt pass auf, jetzt kommt das, was du mal ausprobieren solltest. Ich habe die schönen Beispiele, wie das Beispiel mit Lächeln die Leute in der Stadt einmal an oder glotze an oder beachte sie gar nicht. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich sie so am Arm genommen, wir laufen so. Und habe ich gesagt, wenn du jetzt läufst, du läufst ja normal, ich mache jetzt das einmal so. Ne? Schau, das ist einmal das erste Phänomen, wenn ich jetzt das filme. Wenn du läufst, hast du deine Verabredung und es ändern sich die Bilder. Und dann hast du den Eindruck, du bewegst dich durch den Raum, obwohl ja. Und ich sage, du wirst jetzt das Gefühl, ich nehme sie so bei der Hand und ich sage, und jetzt tu mal ganz gezielt, wenn du läufst, eine diese Bewegung einmal so ein bisschen so, dass du mehr so wippst. Dass du bei jedem Schritt nicht so gleichmäßig gleitest, sondern dass du dich bei jedem einfach immer wenn so hochhebst mit der Fußspitze, dass du einen Fokus legst auf diese Bewegung und lass dabei die Augen zu. Okay. Und dann habe ich ihr was erzählt und so, wenn du jetzt dich auf diese Bewegung beim Laufen fokussierst, dass du also nicht dieses Vorwärts, sondern dich immer wenn hochhebst, ne? Dann wirst du feststellen, dass du in kürzester Zeit verlierst, dass du dich in die Richtung bewegst, dass du merkst, dass das jedes Mal bloß jeder Schritt nur so ist. Musst du mal wirklich, wenn so einen gestellten Gang, dass du immer dich, wenn so eine Bewegung in deinen Körper reinbringst. Und wenn du jetzt alleine auf der Geraden läufst, wenn du draußen ein Stück, wenn nichts ist, auf einen Gehweg oder was, ich habe sie bei der Hand genommen und habe das dann auch mit der Bewegung noch ein wenig unterstützt, wo ich sie am Arm genommen habe. Und dann merkst du plötzlich, und du denkst jetzt jedes Mal, wenn es hochgeht, hast du ein neues Bild auf der Feuerbrille. Und ich sage, jetzt mach die Augen auf. Und sie sagt, jetzt war jetzt vollkommen weg, dass ich mich praktisch in der Horizontalen bewegt habe. Es war wirklich bloß ein Duck, Duck, Bild, Bild, Bild. Und sobald es andere Bilder sind, kriegst du die Illusion, dass du dich nach vorne bewegst. Aber es ist doch, jedes Bild ist doch hier und jetzt. Ich setze in Bewegung. Und jetzt sind diese alten Beispiele. Ich schließe mal die Augen und gehe in Gedanken durch deine Wohnung. Das, wo ich zigfach gebracht habe. Und wenn ich jetzt spreche, ich sage, geh ins Wohnzimmer, geh ins Schlafzimmer, stell dich dahin, mach das auf. Du hörst Worte, du tauschst die Bilder aus. Aber wenn du unachtsam bist, meinst du, du läufst durch einen Raum. Ja. Und was auf der Verabredung passiert, ist nichts anderes. Und wenn ich sage, vertraue mir, das Einzige, was ich mit Holofeeling mache, ich wünsche mir für dir, dass du dir bewusst machst, was jetzt wirklich da ist. Schau einfach, was ist. Ich erkläre immer nur das, was jetzt ist. Das ist einmal das Wichtige, was ich sage, was jedes Kind überprüfen kann. Und wenn ich jetzt sage, das Wort bedeutet das oder das Wort bedeutet das, wirst du feststellen, wenn du das jetzt selber recherchierst und nachschaust, dass das genau so ist. Es geht hier nicht, dass du irgendwas nicht glauben, dass du was glauben, blind glauben müsstest, was du nicht überprüfen kannst mit einem momentanen Speicher. Das ist der große Unterschied von Holofeeling zu allen anderen. Das ist ein blindes Glauben, wenn ich sage, klassische Religion ist ein dogmatisches Glauben von Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ob ein Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Haben wir so oft erzählt. Ob es Überlichtgeschwindigkeit gibt oder nicht. Für dich wird es immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, und das, was du glaubst, ist irgendeine Einseitigkeit, die du aus das Buch heraus hast, wie ich das immer proletenhaft nenne, wo du irgendwo eine einseitige Sichtweise rezitierst und die zur alleinigen Wahrheit machst. Und das sollst du dir bewusst machen. Mir geht es um einen Bewusstwerdungsprozess und nicht um irgendwelche Erklärungen in Kategorie 1 oder Kategorie 2. Und wenn du da mal einen Fokus drauf legst, dann wirst du wirklich feststellen, die Menschen um dich herum sind Wahnsinnige und das sind Spiegelbilder von dem ersten Wahnsinnigen, der du selbst bist aufgrund deines momentanen Programms. Und dann wird irgendwann einmal Ruhe in dich einkehren. Da kommt die Phase, dass du dann immer noch dein Programm weiterlaufen hast,
Und wohlgemerkt, ich erkläre das jetzt nicht den Ron, den du dir ausdenkst. Ich erkläre es auch nicht dem, der du jetzt zu sein glaubst, sondern dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und das bist du. Aber wer ist das? Du bist der, der ständig wechselnde Informationen erlebt. Und diese Informationen, das ist eine komplett eigenständige Welt. Und andere Welten, andere träumende Geister gibt es bloß, wenn du dran denkst. Nur dann existieren sie und dann gilt für die dasselbe, wie für alles Existierende gilt. Es existiert nur in dem Moment, wo es von dir gedacht wird. Wow. Und diese einfache Erkenntnis, die sofort hier und jetzt, natürlich nur hier und jetzt auf der Stelle überprüft werden kann, weil das ein hundertprozentig sicheres Faktum ist, das ist diese einfache Erkenntnis, wird alles verändern, wenn das einmal ganz tief in dir jeden Moment bewusst ist. Das gilt für jeden Moment, der in dir auftaucht. Und jeder Moment ist immer vollkommen neu, auch wenn er oberflächlich betrachtet bekannt erscheint. Das, was immer im Meer dabei dasselbe bleibt, das ist die Gnade, das bist du. Dieses wow. Ding, das mir Anfang und Ende ist. Und alles, was dir die Wissenschaft erklärt, mein Beispiel mit dem Glas, bing, ist so simpel, warum kann sich das nie berühren? Dann kommt ja. Sehen und das ist alles intellektuelle Wissen und dann wird mit aller Gewalt wird dann hier Erklärungen dir gegeben, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich sage, das Geheimnis liegt wo ganz woanders. Wenn ich sage, warum kann sich das nicht berühren, weil es nicht auseinander ist. Weil egal, was du dir ausdenkst, ist hier und jetzt. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel hier, die Erde und der Mond werden sich nie berühren, dann wird der Wissenschaftler sagen, ja, vielleicht einmal irgendwann einmal stürzt der in eine, so eine Spiralform dann rein, weil er angezogen wird, weil irgendwie das aus dem Ungleichgewicht gekommen ist. All das raumzeitliche Schnickschnackzeug. Nein, ich sage, weil es nicht auseinander sind. Wo ist die Erde, die du dir denkst? Die du dir ausdenkst, die ist in deinem Kopf. Wo ist der Mond, den du dir jetzt ausdenkst? Jetzt sofort überprüfbar. Wo war jetzt diese Erdkugel, solange du sie nicht gedacht hast? Jetzt schau mal, was deine Logik sagt. Da außen und ich bin da drauf. Du wirst irgendwann einmal die Theorie der logischen Typen verstehen, dass jemand, der sich was ausdenkt, was anderes ist, wie was ausgedacht ist. All das ist so Hirnwichse, ich nenne das wirklich, es ist so unendlich geistlos, sich so massiv gegen eine Offensichtlichkeit zu wehren, bloß weil deine Logik dir vorschreibt, so kann es nicht sein. Obwohl du doch siehst, dass es so ist. Schau, das ja. ist die kleine Geschichte mit dem ersten und mit dem zweiten. Ich muss den nicht nochmal wiederholen. Das zeigt die eigene Geistlosigkeit. Naturwissenschaft. Ich möchte dir den Gestank entgegenripsen, den ich meine Erfahrungen mit Wissenschaftlern nenne, die ich die letzten Tausende von Jahren durchleben durfte. Klingt schon wieder so wie ein Feindbild. Nee, das ist bewusst erschaffene Unterhaltung. Immer dran denken, wenn was erschaffen wurde, hat es seinen Sinn. Auch die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Es sind Geschichten. Es gibt so unendlich vielfältige Geschichten. Und du bist das Maß aller Dinge, zumindest in deiner Welt. Es wird für dich immer alles genauso sein, wie du es dir denkst. Auch die Qualitätszuteilung in wichtig, in nichtig, in gefährlich, in gut, in heilend, in giftig. Egal wie du das magst, es wird, all das funktioniert so, wie dein Glaube dir das vorschreibt. Das ist es. Und diese Einseitigkeiten müssen vervollkommnet werden. Und das kann nur der träumt. Der träumende Geist als Ding an sich kann das nicht, weil der ja ein Gedanke ist. Gedanken sind immer so, wie sie gedacht werden. Das gilt jetzt natürlich auch für den träumenden Geist. Darum sage ich, das ist jetzt die eigentliche Himmelsleiter. Du musst erst einmal der werden, der ganz bewusst sagt, ich setze mich jetzt zuerst einmal zu einem träumenden Geist. Dann wird dir nämlich bewusst, dass der sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Und der träumende Geist, für den du dich jetzt setzt, alles, was er träumt, in Aussetzung seines Intellekts, seines Schwamminhalts, wird nicht von dem ausgedachten träumenden Geist erlebt.
weil ich immer wieder darauf hinweise, was ausgedacht ist, hat kein eigenes Leben, kein Erleben, keine Empfindungsfähigkeit. Erleben tut es der, der jetzt sagt, ich bin dieser ganz bewusst ausgedachte, träumende Geist, der du natürlich nicht bist, sondern der, der sich den ausdenkt. Und dann soll man, und der bist du natürlich auch nicht, weil dann ist ja schon einer drüber. Muss ja einer da sein, der sich an ausdenkt, der sich jetzt ganz bewusst als träumender Geist setzt. Ist kleine, das ist die eigentliche Hürde, die du überwinden musst. Und das muss immer während Bewusstsein. Bewusstsein ist immer, jeden einzelnen Moment. Und dann wirst du feststellen, dass 99% deiner Handlungen sich in Luft auflösen, weil du die nicht mehr tun wirst. Nicht, weil du was nicht haben willst, sondern weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Es wird sich Zukunftsangst komplett in Luft auflösen. In dem Moment, wo du erkannt hast, dass es sinnlos ist, sich um morgen zu sorgen. Habe ich nicht gesagt, sorge dich nicht um morgen? Der sorgt für sich selber. Aber nicht morgen, sondern immer heute und heute immer jeden Moment. Jetzt lassen wir es wieder gut sein. Super. Danke vielmals, Udo. Ciao. Tschüss, tschüss.